Willkommen beim Tutorial für Cremescones. Gebt in eine Rührschüssel das Mehl zusammen mit der Trockenhefe, dem Backpulver und Süßstoff. Arbeitet darin die Butter mit einer Gabel ein, bis kleine Streusel entstehen. Gebt jetzt Essig und Schmand hinzu und verarbeitet alles zu einem festen, glatten Teig. Das Salz kommt natürlich auch dazu. Das hatte ich jetzt in der Aufzählung der trockenen Zutaten vergessen, aber macht ja nichts. Legt euren Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche und drückt ihn platt, bis er noch ungefähr 2 cm dick ist. Mit einem Glas- oder Ausstechförmchen könnt ihr jetzt 12 Scones ausstechen. Legt die Scones auf ein Backblech und bepinselt sie mit dem inzwischen verquirlten Ei. Jetzt kommen die Scones für 15 Minuten in den Backofen. Die fertigen Scones sind vielfach verwendbar. Ihr könnt sie in Schokolade tunken, aufschneiden und wie ein Brötchen bestreichen oder einfach pur futtern. Am besten schmecken sie warm. Guten Appetit!